Egal, was sie sagt, ich schäme mich dafür, dass sie das sagt. Es ist mir unangenehm, weil sie wirkt auf mich gestört. Hallo und herzlich willkommen bei Trash Course und der Besprechung von Folge 7 Princess Charming oder auch einfach nur die komplette Knutschfolge. Ist wirklich so? So kam es auf Ja. mich rüber. Martin, mit was möchtest du anfangen? Mit der Sache, die mich so unterhalten hat. Ich habe so gelacht, nämlich mit ihrer Zwillingsschwester. Ich ja, habe es ja so gefühlt. Oh, ich fand es so cool. Ja, ich auch, wie die das umgesetzt haben. Die kam ja rein und sonst kommt ja immer, also, oder die wurde vorgestellt und sonst kommt ja immer die Mutter und ich habe sofort gedacht, geil, das gefällt mir besser, als wenn die Mutter jetzt kommen würde. Weil ich wusste gleich, dass es nicht so spießig, ja, sich so wie bei den Eltern vorstellen ist. Na, das und alleine, dass es dadurch, dass sie halt die Zwillingsschwester ist, hat das ja noch mehr Twist so und noch ein bisschen mehr Witz. Und ich musste lachen, denn ich habe halt vor 2 Wochen oder so, bin ich schon auf die Zwillingsschwester gestoßen, ohne dass ich wusste, dass sie in der Show teilnehmen würde. Und dachte schon so, krass, also sind das eineige Zwillinge? Oder, also ja, muss ja, sind's ja. Muss ja. Cool, Lena, sehr besonders schlau. Es sind ja eineige Zwillinge, aber vielleicht ist es in Real Life auch anders. Aber auf dem Foto dachte ich erst, okay, sehen sich nicht so ähnlich. Aber in der Show, es war ja wirklich nur der andere Scheitel gefühlt. Wie die Mädels ja auch gesagt haben, selbst stimmlich ist es so ähnlich. Also ganz krass. Und jeder wusste zwar, irgendwie sieht Irina heute anders aus. Ja. Aber so aber geil. Hat halt nicht gemerkt, ja. Kati so heißt sie übrigens auch, ne? Ja, ja. Sonst gibt es ja eigentlich eher Momente, wo man eher mit den Augen rollt oder sich ärgert, was da passiert. Aber da habe ich das erste Mal gesessen und wirklich richtig Tränen gelacht. Das und man hat aber auch Irina das erste Mal sehr emotional erlebt. Nämlich mit wie ihre Schwester reinkommt und sie ja direkt am Heulen. Und dann dachte man aber auch als Zuschauer, aha, Irina, auch mal von der Seite. Weil ich habe selbst in Folge 7 immer noch das Gefühl, dass sie nicht drin ist? Nee, nein, sondern ich weiß nicht so richtig, wie sie ist. Ich glaube, sie ist genau so. Ich kann sie nicht einschätzen. Ich glaube, sie ist genau so. Und sie spricht, glaube ich, auch vieles aus. Bloß vielleicht gestikuliert sie das nicht so, wie andere es tun würden. Also ich finde, ich kann mit ihr fühlen die ganze Zeit. Okay, so geht's wenigstens einer von uns hier. Ja, ja und ich fand es auch perfekt und ideal, dass dass Kati dann die Mädels mal so ein bisschen unter die Loops genommen hat, wie wir hier so gerne sagen. Und sie hat es ja 1A gemacht, zwar eine 1 mit Sternchen. Wie sie, egal wen sie einschätzen musste, ich saß da und dachte, ja, das ist es. Ja, ja fühle ich so. Auch nicht. Nee, kein Vibe. So. Ja. Und die hat das aber auch auf so eine angenehme Art gemacht. Also, ja, so eigentlich genauso, wie es Irina macht, ne? Ja. Aber ich fand Kati irgendwie trotzdem nochmal so ein bisschen. Da ist mehr rübergekommen bei mir. Irina Findest ist für mich du? Immer noch. Ja, ich kann Irina immer noch nicht so richtig einschätzen. Und ich würde gerne direkt zum Gespräch mit Kati kommen. Also Kati und Kati. Die angenehme Kati mit der sehr aufdringlichen Kati. Und sie war ja auch schon wieder direkt in dem Gespräch so doll. Und hatte dann eine kurze kleine Einsicht von wegen, ja, jetzt habe ich hier so viel gelabert und jetzt war ich wieder zu doll. Und man dachte, ja, du merkst es doch. Dann versuch doch einfach mal runterzuschalten. Nö, aber sie denkt sich, ja, da war ich unangenehm. Oder ich zeig euch, dass ich noch unangenehmer kann. So wie die Folge ja dann wurde. Ja, hatte ich hast du recht. Das Gefühl. Ja, hast du komplett recht. Ja. Und dann, auch bei dem Gespräch mit Gea meinte gegenüber Kati, also Irinas Zwillingsschwester, ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird mit Irina. Wir sind jetzt uns auch langsam näher gekommen und ich saß da und dachte, wann? Also wann? Ja, ich glaube emotional näher gekommen. Aber die haben ja wirklich zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Einzelbezug gehabt zueinander irgendwie. Außer mal, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. So, und dann, ach, ich finde dich spannend.
Na gut, aber das ist es dann halt auch am Ende nicht, genau, ne? Den man genau nur spannend finden. Ja. Und Kathi hat ja dann auch gleich beurteilt, das fand ich super, dass sie das so reingeschnitten haben, aus dem Interview dann immer, wie sie zu den einzelnen Personen steht. Ja. Sie hat ja zu drei Leuten gesagt, dass sie sie ja nicht an Irinas Seite sieht. Ja. Also und bei zwei stimme ich zu, bei einer nicht. Also es ging um Gea, Miri und Lou, dass sie die drei nicht gewinnen sieht, wie sagt man denn, oder in einer Beziehung mit Irina. Und bei Gea und Miri verstehe ich, bei Lou weiß ich nicht, da stecke ich irgendwie ein bisschen mehr drin, das kann ich mir schon ein bisschen mehr vorstellen. Aber ich glaube, wahrscheinlich auch. Ja, ich auch, aber ich glaube, da ging es Kathi vor allem um den Altersunterschied, dass sie das halt nicht so richtig sieht dann in der Beziehung. Und ich fand auch geil, Kathi beurteilt ja Elsa gefühlt schon genau wie Irina. Also Kathi hat ja über Elsa gesagt, ja, das ist so krass, so ihr erstes Auftreten, dann hat sie aber auch noch diese ganz andere Seite und das macht es irgendwie aufregend. Und genau das sind ja die Punkte, die Irina wahrscheinlich auch an Elsa hat. Ich kriege ja komplette Jack Dawson-Vibes, sprich Leonardo DiCaprio bei Elsa. Ja. Vor allen Dingen auch noch in der Folge, wo dann ihre Haare ja nicht mehr alle so nach hinten sind, sondern so halber Scheitel. Und dann ist ja hier auch so eine kleine Locke rausgefallen. Dann noch mit dem Outfit von der Happy Hour. Es war für mich Leonardo DiCaprio. So, ja. Und wen, also nach dem Gespräch, jetzt nur anhand der Gespräche mit der Schwester zu beurteilen, ne? Wen würdest du denn da ganz klar an Irinas Seite sehen, außer Biene? Also mit dem durch das Gespräch hätte ich auch Biene das Einzeldeck gegeben, 100%, weil das war, wie Biene da aus sich rauskommt, das ist, also jetzt in den letzten Folgen, ich bin jedes Mal überrascht, dass und die vorher angenehm. Ja wirklich durch wahrscheinlich Saskia so belegt war, dass sie gar nicht sich so präsentieren konnte, wie toll sie ist. Und wem hätte ich sonst gegeben? Vielleicht sonst Lou. Aber der Rest, das war, ja, das hat dann Kathi gut auf den Punkt gebracht, dass es irgendwie, ja, dass Biene überzeugt hat. Da würde ich total mitgehen. Aber ja, wer es am Ende wird, ich habe meine Entscheidung ist noch nicht gefällt. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Nur, ich kann es ja auch gar nicht sagen. Aber du hast es gerade schon angesprochen. Biene hat das Einzeldate mit Irina bekommen. Und bevor wir dahin gehen, möchte ich noch mal ganz kurz was anmerken. Es fällt mir immer wieder auf, dass Elsa gefühlt, also das ist wahrscheinlich wirklich nur der Schnitt, aber nicht so in diesen ganzen Gruppendingern so stattfindet. Also wenn sich alle verabschieden, weil Biene zum Date geht oder irgendwas so gruppenmäßig stattfindet im Haus, ohne Irina, ich sehe Elsa nie. Ich denke mir, was das macht sie? Ist sie gerade am Sport machen? Macht sie gerade schon Porridge für die anderen? aber man kriegt ja auch nicht das Gefühl, dass sie ausgegrenzt wird. Das ja auch nicht. Überhaupt nicht, ja. Das finde ich auch krass. Null, aber auch ähnlich wie mit Kathi. Die finden ja auch Kathis Verhalten an manchen Stellen nicht gut, aber signalisieren ihr das nicht auf zwischenmenschlicher Ebene, sondern also die sprechen es aus, aber sie wird nicht ausgegrenzt oder so. Das ist total die coole Dynamik da drin. Ja, und ich glaube auch, keiner hat irgendwelche Probleme mit Elsa und ich denke auch nicht, dass Elsa Probleme mit irgendwelchen Personen da hat, sondern ich glaube, die ist halt einfach wirklich eher so ein bisschen Einzelkämpfer und ihr geht's um Irina, also den anderen geht's auch um Irina, aber dort haben sich ja richtige Freundschaften geschlossen, wie man ja jetzt auch anhand der Insta-Story sieht. Miri ist ja gerade mit Biene im Urlaub. Ja, irgendwie. Okay. Urlaub-Vibes immer bei Miri auf dem Profil. Aber kommen wir zum Einzeldate. Biene und Irina und natürlich die beiden reiselustigen Frauen fahren natürlich in einem Bulli, bisschen über Kreta, habe ich gefühlt den Vibe, war lässig. Währenddessen im Haus ging es ja aber genauso heiß her, kann man eigentlich sagen. Natürlich, ein bisschen flirty im Pool sein finde ich okay, weil das jetzt alle sich noch gegenseitig so sehr annähern. Ich war mir nicht sicher und ich weiß es bis jetzt nicht, ob ich das okay finde. Naja, ich fand die Erklärung eigentlich von allen Personen ganz stimmig, sage ich jetzt mal, dass es war halt ein bisschen gefeiert und es musste sich jetzt mal so ein bisschen was entladen. Und ich versuche ja dann immer gerne Vergleiche zu anderen Formaten zu ziehen. Und wenn da jetzt die Mädels rummachen, die beim Bachelor teilnehmen, weil sie gerade halt eine Dayparty gemacht haben und da wird ja auch super oft rumgemacht,
da ist halt das Ding, dass es praktisch um ein anderes Geschlecht geht. Aber genau deswegen würde ich das jetzt nämlich an der Stelle hier nicht so sehen wollen, sondern die mussten sich auch einfach mal entladen, hatten so ein bisschen Spaß. Irgendwie, wie Elsa es halt gemacht hat, ne? Es war ja nicht nur ein Kuss, sondern es war ja wirklich wildes Geknutscher, aber es sah ja auch schon wieder geil aus. Zumindest ist es da ja gefühlt nur eine Person. Es hat ja nicht jeder jeden geküsst. Weißt du, was ich meine? Eigentlich hat ja nur Elsa jede geküsst. Da hätte ich, glaube ich, jeder jeden besser gefunden, wenn es die Reihe gewesen wäre. Und das, woran es bei mir ein bisschen gescheitert ist, dann, dass es denen auch halt unangenehm war, dass es nicht rauskommen sollte und so. Und da habe ich dann auch gedacht, gut, okay, also seid ihr euch auch nicht so ganz sicher, was ihr jetzt davon halten sollt im Nachhinein. Da fand ich, also, aber ist auch passiert und Irina hat es vielleicht ja jetzt auch das erste Mal gesehen, wenn es ihr vorher keiner erzählt hat. Naja, im Alkohol, ne, passiert sowas dann schnell, wenn da ein Vibe herrscht. Dann waren sie aber irgendwie, ja, geb ich dir recht, dass sie dann doch anscheinend sehr schnell nüchtern wurden und so dachten, hoppala, was ist denn da jetzt gerade passiert? Aber Irina meinte ja auch die ganze Zeit, dass sie an sich damit kein Problem hat, wenn so etwas passiert, solange es halt jetzt nichts mit romantischen Gefühlen oder so zu tun hat. Und das hat sie ja an der Stelle wirklich überhaupt nicht gehabt. Nee, das war ein Party-Ding. Am nächsten Tag, Happy Hour, da wurde ja gleich weitergeknutscht. Gefühlt jeder war da einmal an Irina dran. Jaya hat sich das erste Mal jetzt angenähert und nach einem Kuss gefragt. War irgendwie komisch, aber irgendwie habe ich es auch gefühlt, weil sie vorher halt auch noch nicht auf der Ebene von den anderen war. Und es hat, ist ja eigentlich nur am Kuss gescheitert, vielleicht. Ja, aber das kam halt so, das kam so super gewollt rüber. So, ich dachte, ihr hattet noch nicht mal ein Einzeldate. Wir wissen natürlich nicht, was alles weggeschnitten wurde, wie viele intensive Gespräche sie mit Irina bei einer Happy Hour hatte, keine Ahnung, aber in dem Moment kam das so rüber wie, ich habe das Gefühl, ich werde heute fliegen, alle sind weiter als ich, also gehe ich jetzt auch den Schritt nach vorne und küsse sie. Ich meine, klar war alles auf eine nette Art und Weise gemacht, Irina hatte ja eh Bock, sich an dem Abend rumzuknutschen, offensichtlich, aber gefühlt habe ich es trotzdem nie. Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe Jaya sowieso, also als Mensch ja, aber als Person neben Irina nie gefühlt. Dann kam nach Jaya Kuss, folgte schon, glaube ich, der Elsa Kuss. Kann sein. Oder Miri? Nee, Miri war nach Elsa. Okay. Auf jeden Fall, guck mal, wir kommen schon durcheinander. Also auf jeden Fall folgte, sag ich jetzt einfach, der Elsa-Kuss. Und ich fand das gut, dass das nie gleich wieder so wild losging. Klar denke ich so, warum muss immer in dieses Zimmer gegangen werden? Aber das ist jetzt halt das Ding bei den beiden. Fand eigentlich ganz schön, was Elsa gesagt hat, dass sie irgendwie doch auch ein bisschen unsicher ist und dass sie das Gefühl hat, dass sie schon so lange nicht mehr richtig geredet haben. Und das finde ich perfekt, auch zu dem Zeitpunkt, weil du Elsa dann nicht vorwerfen kannst, so von wegen, dass sie in der Richtung Fuckgirl unterwegs ist. Total. Und, und ich habe das auch so gefühlt, was sie danach gesagt hat, so dieses, ja, ich habe halt Angst, dass ich nur Sexy Time für sie bin. Ja, du, ich habe mir aufgeschrieben, Elsa hat den Nagel auf den Kopf getroffen und das hast du ja auch gerade so formuliert. Und es ist, ich habe gedacht, dieser Mensch, es ist, es kann nicht sein, den könnte man nicht steigern. Also sie macht alles richtig in meinen Augen. Ja, sie ist nicht zu aufdringlich, sie ist aber präsent und das seit Minute eins der Show eigentlich. Ich verstehe, weshalb manche denken, die ist sich ihrer Sache zu sicher. Aber ich denke mir so, okay Leute, die letzten zwei Folgen hat Elsa eigentlich doch bewiesen, sie ist sich nicht so sicher. Und du könntest auch jetzt aus der Folge ihr wahrscheinlich wieder einen Strick drehen, wo es dann heißt, ja, sie will halt nur gewinnen. Weil sie irgendwie auch was in der Richtung fallen gelassen hat. Aber man muss das auch alles mal ein bisschen entspannt sehen. Die bringt die nötige Lockerheit entgegen, als das Ding mit der Lou war. Also ich finde Elsa wirklich super. Und ich finde es auch ganz, ganz süß, dass sie zu Biene meinte, du Biene, wenn ich hier nicht gewinne, wir beide, wir sehen uns nochmal. Hauptsache, wirklich. Du, die nächste war Lou, oder? Na, Miri. Da ist auch noch gar kein Kuss gefallen, oder? Na, zu Recht. Ja, gut. Ja, das ist gut, so wollte ich es jetzt nicht sagen. Na doch, sprich mal über den Kuss mit Miri. Komm. Also es sah nicht nach einem Erlebnis aus. Es war auch so, komm, wir machen es schnell. Und dann, also Irina hat es richtig provoziert. Miri hätte sich es bestimmt nicht getraut von alleine, ohne eine Ansage.
Und ja, ob es jetzt notwendig war, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Irina sielt da viel in ihr. Also, oder fühlt sie mehr, als wir die beiden fühlen. So wirkt es jedenfalls, weil sie ja auch, Spoiler, weiter drin lässt. Und deswegen muss sie ja irgendwie ein bisschen was spüren. Denke ich auch. Also zumindest bezeichnet sie ja auch Miri als einen von ihren Herzensmenschen in dieser Show. Aber ich habe halt das Gefühl, dass Irina gerade selber noch nicht unterscheiden kann, dass es eben nicht der Herzensmensch auf die romantische Art und Weise ist, sondern ich habe halt generell das Gefühl, dass Miri dort einfach wie als kleine Schwester von allen anderen gesehen wird. Sie springt die ganze Zeit rum, wie sie sich freut. Das ist ein kleines Huschel, die willst du in den Arm nehmen und du willst nicht, dass ihr was Böses passiert. Deswegen habe ich kein romantisches Gefühl für sie. Und ich glaube, Irina kann das jetzt zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht unterscheiden und hat auch Schiss, ihre kleine Schwester zu verletzen. So. Ich lieb's, dass du einfach jetzt festgelegt hast, dass Miri es am Ende nicht wird. Irina konnte es einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht unterscheiden. Okay, gut. Und wenn sie jetzt gewinnt, was ist dann? Ja, dann ist Orakel-Time vorbei. Gut, dann wird nie wieder orakelt. Nee. Na, denkst du etwa wirklich, nein, dass es Miri Fall, wird? Nein, auf gar keinen Fall. Nee. Never. Wie soll denn eine Miri gegen eine Elsa gewinnen? Wenn, dann muss sie noch halt nochmal richtig was reißen. Nochmal die Erwachsene in sich hochholen und, weiß ich nicht, sie hat ja noch anderthalb Folgen Zeit. Ja, und hat aber nicht auch Irinas Schwester gesagt, dass sie Miri auch aus dem Grund nicht sieht, weil ihre Schwester mal ein bisschen Konter braucht und da sieht sie Miri nicht. Ja, und ich sehe Miri da auch gar nicht. Ja, und dann kam der Kurs mit Lou. Lou. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass die aussteigen möchte. So wie sie ihre Situation beschrieben hat, dachte ich, es kommt so, ich kann es nicht mehr. Ich gehe nach Hause. So klang es ein bisschen für mich. Also weil sie sehr gezweifelt hat an den Umständen, was die auf sie ausüben. Den Druck, der dadurch auf sie zukommt. Aber es ist ja Gott sei Dank nicht so gekommen. Der Kuss war wie sonst. Nichts Aufregendes, aber auch nichts Langweiliges. War halt da. Und dann habe ich eine Frage. Wurde mit Kathi erst in der ganz besonders unangenehmen Stelle geknutscht oder vorher auch schon? Ich glaube, dann erst. Also vor zwei Folgen schon mal, ne? Ich rede jetzt nur von der Folge, weil ich fand Kathi durchweg unangenehm, auch als Elsa vom Kuss wiederkam. Er hat immer alle dann so hingestellt, was, du hast jetzt auch schon wieder geküsst? Aha, Hanna, deswegen, also ich mache das ja nicht. Ich lasse mir jetzt hin und ich denke mir so, Kathi, an welcher Stelle hast du denn Irina bitte Zeit gelassen? Du trittst ab Sekunde 1 doll auf, betonst wirklich, am Anfang fanden wir es noch, oder fand ich es noch gut, dass sie zeigt, wo noch so viele Leute da waren, okay, hier, ich will stattfinden. Oh, wirklich, ist in Ordnung. Aber ab Folge 3 wurde es ja schon einfach nur noch zu doll. Und seitdem übergriffig. Und es ist ja auch wieder in einer übergriffigen Situation geendet. Nämlich auf einmal haben dort alle einen Lapdance für Irina gemacht. Biene sah ja, ich fand's ja klasse, wie kann es etwa, wer denkst du? Mit so viel Stil. Ja, und wenn du die Biene siehst, das dachte ich mir schon nach der letzten Folge, ich hätte ja niemals gedacht, dass die so tanzen kann. Ja. Und es war von allen war das eine schöne Präsenz, auch ist ja mal eine andere Art, Irina ein bisschen zu betören. Bloß, ja, dann bei Kathi. Ja, ich finde, sag doch, was Kathi gemacht hat. Na, einfach viel zu doll. Also ich muss mal im Allgemeinen dazu sagen, ich finde, dass egal was sie sagt, ich schäme mich dafür, dass sie das sagt. Es ist mir unangenehm, weil sie wirkt auf mich gestört. Fast schon krank. Also so, sie schiebt das dann vor, dass sie, ich kann doch Vollgas machen und so, aber sie ist so beratungsresistent und dann ab dem Zeitpunkt, wo mir das aufgefallen ist, fand ich es auch alles nicht mehr lustig, sondern nur noch unangenehm. Und genau so war auch ihre Strip-Show da, geküsst, richtig bedrängt, es war übergriffig. Es hätte mich nicht gewundert, wenn sie das signalisiert und ausspricht in dem Moment. Also es wäre halt auch zu doll gewesen, wenn die beiden nur alleine gewesen wären, ne? Fand ich, also... Mhm. Aber es waren halt auch noch alle anderen Frauen drumherum. Und das ist, ich dachte so, und die haben sich ja auch alle so angeguckt, so, was passiert jetzt hier gerade genau? Gut, okay, cool. Und fand es aber schön, das hattest du vorhin schon angedeutet, es wurde in der Gruppe natürlich drüber gesprochen. Und Gea hat sich dem Ganzen dann angenommen und hat auch Kathi darauf angesprochen.
Und wie du ja auch gerade schon meintest, die ist halt komplett beratungsresistent. Die ist ja fast schon sauer gewesen. Die war ja da auch schon gleich wieder, ne, dann sag mir das doch direkt in dem Moment, in dem du das empfindest. Ja, aber ich fand es ja gut, dass Gia sich erstmal eine Meinung von allen so ein bisschen einholen wollte. Weil am Ende hätte sie dann gemerkt, okay, dann habe ich hier an der Stelle was komplett falsch empfunden. Aber den anderen ging es ähnlich, also spreche ich es jetzt an. Und sie fand auch die Art und Weise in Ordnung, wie sie es gemacht hat. Aber Kathi ist da komplett drüber wieder gewesen und hat auch dann gesagt, das entscheide immer noch ich. Und ich denke mir so, nee, du entscheidest es auch nie, Irina entscheidet es. Und wenn alle anderen Mädels gefühlt haben, dass Irina sich nicht wohlgefühlt hat, solltest du vielleicht auch in Zukunft für dein Dating-Life bisschen Gefühle dafür entwickeln, wann empfinden andere Personen etwas übergriffig von mir und wann nicht. Weil das entscheidest nicht du, Kathi, sondern die Person, mit der du es machst. Wollen wir es schon vorwegnehmen? Ja, sie hat die Konsequenz dafür dann erhalten. Und von Irina finde ich auch wieder super schön in zwei kurze Sätze verpackt, auf den Punkt gebracht, ohne verletzend zu sein oder ohne dann nochmal sie angreifen zu wollen. Sie hat sie nach Hause geschickt, weil das einfach zu doll ist und zu doll war. Und im gleichen Zuge wurde auch Gia nach Hause geschickt. Ich dachte, nach Miris Kussversuch, es war ja kein Versuch, es war ja wirklich ein Kuss, der stattgefunden hatte, dachte ich, okay, weil das war auch alles einfach nur eine bedrückende, peinliche, unangenehme Situation für mich als Zuschauer, dieses Gekichere. Also, und dann dachte ich, okay, Irina wird jetzt gemerkt haben, es ist wirklich was Platonisches eher und sie schickt deswegen Kathi und Miri nach Hause und nicht Kathi und Gia. Aber gut, sie meinte, jetzt ist sie nur noch mit ihren Herzensmenschen im Haus sozusagen und die könnten für mich unterschiedlicher nicht sein. Es wird ja in der nächsten Folge werden ja zwei rausfliegen, damit im Finale dann auch nochmal zwei stehen. Hast du eine Vermutung, wer das Finale machen wird? Also der Trailer, sag mal die Vorschau für die nächste Folge, es wird ja sehr emotional und man sieht richtig, wie Irina an ihrer Entscheidung zu knabbern hat, wen sie da anscheinend rauswirft. Ich hoffe nicht, dass sie so dolle heult wegen Miri, weil für mich ist klar, Miri fliegt das nächste Mal. So viel aufholen kann sie nicht. Und ich bin echt am Überlegen, ob sie so krass reagiert wegen Lu, dass sie Lu nach Hause schickt. Weil ist meine Vermutung. Dann auch klar wird so, du bist ein wunderbares Mädchen, aber bist halt noch Mädchen und der Altersunterschied ist mir ein bisschen zu groß, der ja bei Elsa und ihr eigentlich ja auch nicht so viel kleiner ist, aber Elsa hat einfach ein ganz anderes Auftreten. Das wird dann nächste Woche nochmal irgendwie ein Einzeldate geben und dann haben sich wieder Biene und Elsa bewiesen und die werden es im Finale dann machen, also beide. Aber wer es dann wird, kann ich überhaupt gar nicht sagen bei den beiden. Also das kann ich nichts vorerahnen, wirklich gar nichts. Denn auch anhand der Insta-Stories, dass man schon gesehen hat, dass die alle so unterwegs waren mit also Miri, Biene und Irina und dann noch mit einer anderen Person. Das hat mir so rein Trash-TV-mäßig die Vibes gegeben. Okay, das ist es offensichtlich nicht geworden. Ja. Aber es muss doch eigentlich Biene werden, oder nicht? Ich setze auf Elsa. Gott, am Ende sind wir so falsch und sie wirft Biene nächste Woche raus. Wir wissen es nicht. Du, am Ende wird Miri. Aber nee, du hast es ja schon festgelegt. Sie wird es nicht. Miri wird es nicht. Hab ich jetzt festgelegt. Aber nichtsdestotrotz. Ja, Leute, was sagt ihr bitte dazu? Ja. Eure Meinung brauchen wir an der Stelle. Ja. Genau, weil wir sind ab jetzt überfragt. Das Einzige, was ich euch sagen kann, Miri wird's nicht. Nee. So böse, weil eigentlich ist das so eine Liebe. Miri, sorry. So, dann, ihr wisst, was zu tun ist. YouTube, TikTok, Insta, Facebook. Ihr findet uns überall. Liken, teilen, abonnieren. Richtig, Follow, folgen. Wie auch immer. Genau. Und ansonsten auch auf sämtlichen Podcast-Portalen. Und wenn ihr etwas über uns lesen möchtet, findet ihr auch ein paar Artikel bei Tag24 dazu, denn wir gehören zu Tag24. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Und seid so, wie ihr bleibt.